Lol. So, Themen. Zu diesem Fake-Vorwurf. Ich mach's einfach nacheinander jetzt. Zu diesem Fake-Vorwurf. In dem letzten Stream aus dem Hotel, da haben wir ja zusammen Belvedere Mission geäxt und so weiter. Und ich habe mich da ziemlich daneben benommen, sodass einigen der Eindruck gekommen ist, dass ich mein Betrunkensein fake. Ich habe mir die Aufnahmen noch gar nicht angeschaut von dem Stream, nur ein paar Best-of-Teile. Hab da vielleicht mal ein bisschen komisch in die Kamera geguckt und so, deswegen kamen auch noch viele Kommentare, dass ich gekokst hätte und so weiter. Es ist sehr mystisch, ich habe definitiv noch nie etwas Drogenähnliches durch meine Nase gezogen. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann tut das nicht, aber es ist so. Jedenfalls hatten wir an dem Abend vor, tausende Kondome aufzupusten. Das war aber nicht so einfach, weil die schon vergammelt waren und deswegen sehr glitschig. Und naja, deswegen hat man dann am Ende nach bereits einer halben Stunde keinen Content mehr. Und dann wollten die Leute, dass wir irgendwas anzünden oder irgendwas saufen. Und da habe ich halt gesagt, naja, lass mal den letzten Rest des Belvedere jetzt saufen hier. 10 € für die Mische und so weiter. Ging auch gut so. Ja, wenn man sich besäuft, vor allem im Sitzen, dann knallt das halt rein. Vor allem, wenn man Druckbetankung macht auf Ex und so, und das waren auf jeden Fall ordentliche Mischen. Die Gläser waren ja immer so hoch, das sind ja locker immer 6 cl ohne Eisen, alles und immer auf Ex, das haut halt rein wie Sau. Wer regelmäßig säuft, weiß, wie es ist. Und wenn man sich dann im Suff wirklich Mühe gibt, mal ordentlich zu reden, dann kann man auch ohne zu lallen einfach ganz normal 5 Sätze sprechen. Und wenn man sich dann einfach mal wieder ein bisschen gehen lässt, dann ist man auch wieder besoffen. Das ist ganz normal, dass man da sehr schwankt. Und nach 10 Minuten ist der Pegel da schon wieder weg, in dem Sinne. Und man wirkt vergleichsweise nüchtern. Dann äxt man halt das nächste Glas 10 Minuten später und dann ist man halt wieder sofort dicht. Aber diese richtige Dichtheit, also der Moment, wo es knallt, hält auch nur 3-4 Minuten an. Ja, das war's eigentlich. Und dann, ja, tut mir leid, dass ich dann für die letzte Mische 50 € gefordert habe. Das hat halt den Hintergrund, weil da so viel drin war und wir schon so betrunken waren, dass wenn wir die letzte Exe mischen, die letzte Mische Exen halt so besoffen sind, dass wir im Prinzip nicht mehr wirklich weitermachen können, außer dumm zu quatschen oder den Tango zu tanzen. Und das macht halt die letzte Mische so wertvoll. Ich hatte jetzt kein Interesse daran, die jetzt schnellstmöglich in mich reinzuschütten. Deswegen habe ich halt extra einen Preis genannt, der eine Weile dauert, bis er erfüllt wird. Und ich hatte ehrlich gesagt auch kein Problem damit, wenn die 50 € nicht kämen. Dann wäre sie halt nicht gesoffen worden und da wäre ich auch ganz glücklich. Aber das kam anscheinend ein bisschen falsch an bei euch. Also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich doll. Naja, dann. Aber das Ganze ist eigentlich auch schon scheiße, weil ich zuvor mal gesagt habe, dass ich keine Sauf-Streams mehr mache. Keine Spenden für Alkohol und so weiter. Aber ich habe es halt wieder gemacht und das war ein großer Fehler. Sorry, jetzt ist das Thema eigentlich auch gegessen. So.